Willkommen zu unserem Screencast auf den Spuren Jesus von Nazareth. Dieser Screencast wird sich schwerpunktmäßig mit der Frage nach den Quellen auseinandersetzen und zusätzlich noch nach der Frage, was wir wirklich historisch von Jesus von Nazareth aufgrund dieser Quellen vermutlich wissen. Wir haben eine ganze Reihe an christlichen Quellen. Zunächst zu nennen sind natürlich die Paulusbriefe. Die Paulusbriefe sind die ältesten Texte des Neuen Testaments. Sie wurden ca. 50 nach Christus geschrieben. Paulus selbst lebte in der Naherwartung des Reich Gottes. Das erklärt, warum er vermutlich kein Interesse daran hatte, Informationen zum Leben von Jesus von Nazareth weiterzugeben. Der Fachbegriff dafür lautet Parousie. Circa 40 Jahre nach dem Tod Jesu haben dann aber die Christen sich dazu entschieden, doch eben auch etwas über das Leben von Jesus von Nazareth weiterzugeben, angefangen mit den drei ersten Evangelien, die wir haben, dem Matthäusevangelium, dem Markusevangelium und dem Lukasevangelium, den drei sogenannten Synoptikern. Synoptiker deswegen, weil sie einige Übereinstimmungen haben und das Johannesevangelium erzählt eine andere Form, auch mit teilweise ganz anderen Quellen als die ersten drei Evangelien. Es gibt natürlich auch noch die außerkanonische Literatur, die wir haben. Dazu gehören die neutestamentlichen Apokryphen. Das Thomas-Evangelium ist hier zu nennen, verschiedene Kindheitsevangelien. Die apostolischen Väter haben auch einiges geschrieben, zum Beispiel die Ignatiusbriefe oder auch die Polycarpbriefe, die Didache, also eine ganze Reihe an weiteren Informationen. Allerdings muss man sagen, dass die außerkanonische Literatur doch deutlich jünger ist, oft im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus geschrieben. Kanon übrigens, Bibelkanon, meint neutestamentlichen Bücher und die alttestamentlichen Bücher, die in die heutige Bibel aufgenommen worden sind. Wir haben auch nicht-christliche Quellen, die uns zur Verfügung stehen. Zu nennen ist da zunächst Josephus Flavius, der etwa 70 nach Christus die jüdischen Altertümer verfasst hat. Hier gibt es allerdings nur eine ganz kurze Information, das ist auch bei den anderen nicht-christlichen Quellen so, die besagt hier zum Beispiel, hier beschreibt er den Hohenpriester Ananus und dieser hat eine Gerichtssitzung veranlasst gegen Jakobus, den Bruder Jesus, und hier wird ganz kurz der sogenannte Christus erwähnt. Cornelius Tacitus ist der nächste im Bunde. Cornelius Tacitus hatte die Texte etwa 110 bis 120 nach Christus geschrieben und hier erläutert er die Bezeichnung Christiani. Dieser Name stammt nach Tacitus eben von Christus, den der Prokurator Pontius Pilatus unter der Herrschaft des Tiberius zum Tode verurteilt hatte. Sueton ist noch zu erwähnen, der lebte etwa 75 bis 150 nach Christus und er nimmt kurz Bezug auf das Judenedikt von 49 bzw. 50 nach Christus. Das heißt hier, dass er, Claudius, eben die Juden vertrieben hat, die unter der Anstiftung des Christus Tumult stifteten. Hier ein kurzer Bezug eben auf die römischen Verhältnisse. Und zu guter Letzt ist zu nennen noch Plinius der Jüngere, der in einem Brief an Trajan kurz schildert, wie gegen die Christen vorgegangen worden ist und deren religiöses und kulturelles Leben beschreibt. Die nicht-christlichen Quellen sind nicht sonderlich ergiebig. Sie geben uns lediglich einen Hinweis darauf, dass Jesus von Nazareth tatsächlich existiert hat, aber wir können natürlich keine Rückschlüsse auf sein Leben schließen. Die Hauptquelle sind weiterhin auch die Synoptiker. Die Synoptiker sind die drei Evangelien, Matthäusevangelium, Lukasevangelium und Markusevangelium. Auffällig ist zunächst, dass die drei Evangelisten sehr viel Übereinstimmung haben, also eine dreifache Überlieferung, die wir haben. Auffällig ist, dass Matthäus und Lukas teilweise absolut identische Texte haben.
Sie haben eigenes Sondergut im Prinzip, nur die beiden haben. Bei Markus ist es wirklich nur ganz wenig. Und das ist einer der Schwierigkeiten, um das Ganze auch zu erklären. Matthäus und Markus haben doch einiges Übereinstimmendes, was bei Lukas und Markus selber fehlt. Auf jeden Fall weiß man, dass alle drei Quellen voneinander stark abhängig sind. Was für Lösungsvorschläge gibt es denn seitens der Theologie, der neutestamentlichen Theologie? Wir haben also die drei Evangelien. Es gibt die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie, die erfindet zum Markus-Evangelium eine theoretische weitere Quelle dazu, die sogenannte Lockyer-Quelle. Laut dieser Theorie hat eine eigene Quelle existiert, die vor allem die Sprüche Jesu aufgeschrieben hatte. Und sowohl Matthäus als auch Lukas haben sich beim Markus-Evangelium bedient, als auch bei der Lockyer-Quelle. Das Ganze wurde ergänzt mit weiterem Material und weiteren Legenden, die die beiden Evangelisten hatten. Und so kommen wir zu dieser berühmten Zwei-Quellen-Theorie. Die Schwierigkeit, die wir jetzt hier haben, ist natürlich vor allem die Übereinstimmung zwischen Matthäus und Markus, die nicht erklärt, warum Lukas solche große Elemente herausgelassen hat. Auch das Sondergut von Markus ist irritierend, dass er teilweise Dinge hat, die eben Matthäus und Lukas nicht haben. Und das führte natürlich auch zu weiteren Theorien. Die Zwei-Quellen-Theorie ist die bekannteste, aber schauen wir uns mal noch die anderen dazu an. Die sogenannte Fragmentenhypothese ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass die Jünger sehr früh angefangen haben, von Jesus einzelne Aussprüche aufzuschreiben und ganz viele kleine Geschichten und Fragmente gesammelt haben und dass die dann den drei Evangelisten in einer unterschiedlichen Art und Weise dann eben zur Verfügung standen. Eine weitere Theorie ist, dass es ein Urevangelium gegeben hat, eine Urevangelium, das in Aramäisch geschrieben worden ist. Man wollte allerdings für die inzwischen überwiegend griechische Bevölkerung 70 nach Christus eben griechische Übersetzungen haben. Und Markus, Matthäus und Lukas haben dann eben nur Teile übersetzt, die ihnen besonders gut gefallen haben. Die Schwierigkeit bei dieser These ist, dass wir nicht einen einzigen Textschnipsel haben, der auf ein solches Urevangelium hinweist. Auch muss man sich natürlich die Frage stellen, warum die Judenchristen, die ja zum Teil noch existiert haben, dieses aramäische Evangelium auch nicht vervielfältigt haben, so wie die anderen drei. Die dritte These, die aus Frankreich stammt, ist eine auch sehr überzeugende These, die man ernst nehmen muss. Und zwar geht man hier davon aus, dass die Gedächtnisleistung des antiken Menschen deutlich höher gewesen ist. Man ging davon aus, dass Wanderprediger unterwegs gewesen sind, die die Evangelien auswendig gelernt hatten. Und Markus, Matthäus und Lukas haben irgendwann mal einen solchen Wanderprediger bei sich gehabt und dann das, was er selber von sich gegeben, aufgeschrieben. Man kann damit zum Beispiel gewisse Abweichungen erklären. Natürlich, das Gedächtnis ist unterschiedlich gut, da es sehr unterschiedliche Wanderprediger gewesen sind. Und auch das ist eine interessante Hypothese. Die Zwei-Quellen-Theorie, wie wir sie hier sehen, ist die Hypothese, die sich in Deutschland durchgesetzt hat. Wie plausibel sind nun diese christlichen Quellen, die wir haben? Zunächst ist einmal zu sagen, diese Quellen sind keine Tatsachenberichte, sie sind auch keine Reportagen. Es sind Glaubenszeugnisse, die eben predigen wollen und keine Geschichtsschreibung machen wollen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass das antike Wunderverständnis ein anderes gewesen ist als das moderne Wunderverständnis. Auf gut Deutsch, das, was wir selber als Wunder wahrnehmen, wenn in der Bibel was beschrieben war, war für den antiken Autor eine Selbstverständlichkeit. Es fällt auch auf, dass unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Man sieht zum Beispiel das sehr gut am Tod am Kreuz, während Matthäus und Markus das Leid betonen und Jesus als letzte Worte den Psalm 22 sprechen lassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betonen Lukas und Johannes eher die Leistung, die Jesus am Kreuz vollbracht hatte.
Im Johannesevangelium heißt es in Vers 30 im 19. Kapitel, es ist vollbracht. Also die beiden beurteilen den Tod Jesu also deutlich mehr aus der Perspektive der Auferstehung als Matthäus und Markus. Auch der Beginn der Erzählung ist komplett unterschiedlich. Markus zum Beispiel kommt ohne eine Kindheitslegende aus. Übrigens hat er zusätzlich auch keine Auferstehungserzählung wie Matthäus, Lukas und Johannes, sondern bei Markus endet das Evangelium ursprünglich mit dem leeren Grab. Matthäus und Lukas haben unterschiedliche Kindheitslegenden um die Geburt herum, um vor allem zu zeigen, dass Jesus in Wirklichkeit aus Bethlehem stammt. Das dient dem Beweis, dass Jesus gerechtfertigt den Messias-Anspruch hat. Das Johannesevangelium holt noch ein bisschen weiter aus. Es fängt mit dem Beginn der Schöpfung an. Die Schwierigkeit, die wir natürlich haben, wir erkennen, dass wir hier Glaubenszeugnisse haben. Wir sehen, dass auch unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Die Frage ist natürlich, wie können wir die richtigen Informationen herausfiltern? Die Kriterien, die wir jetzt zugrunde gelegt haben, ist zum einen die Quantität und auch die Qualität der Quellen, die wir haben. Besonders auffällig sind die Abendmahlsworte in diesem Fall. Das heißt, die finden wir sowohl in den drei Evangelien, aber auch in einem Paulusbrief. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass diese Worte tatsächlich von Jesus selbst gesprochen sein könnten. Es gibt Hinweise auf die aramäische Sprache Jesu. Zum Teil werden aramäische Wörter benutzt, die eingegriechischt worden sind. Und das lässt daraus schließen, dass dieses Wort wirklich von Jesus stammen könnte. Es gibt feste Sprachformen, die wir haben bei Gleichnissen, die man nicht einfach so ändern konnte. Und ein schönes Beispiel haben wir mit dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Es wird direkt danach neu interpretiert, und zwar auf die Gemeindesituation. Interessant sind auch die nachteiligen Aussagen von Gegnern. Jesus wird hier teilweise als Fresser und Weinsäufer bezeichnet. Man wollte natürlich von sich aus sicherlich Jesus nicht negativ kennzeichnen. Hier ist zum Beispiel zu erkennen, dass Jesus eben nicht das asketische Leben um jeden Preis wählte, sondern eben auch durchaus es wusste, sich gut gehen zu lassen. Interessant ist es auch dort, wo Jesus überall stark abweicht von den üblichen Aussagen im Judentum und im späten Christentum. Hier werden wir uns noch stärker mit den Apokalyptikern auseinandersetzen, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Was haben wir jetzt als gesicherte Fakten, als relativ gesicherte Fakten? Man muss da immer vorsichtig sein, wenn wir uns mit historischen Fakten im Fach Geschichte auseinandersetzen, vor allem wenn sie so alt sind. Der Geburtsort ist übrigens vermutlich Nazareth. Darauf deutet unter anderem das Inri, das Jesus Nazarenus Rex Judeorum, das darauf hinweist, dass eben Jesus aus Nazareth stammt, als König der Juden auch hingerichtet worden ist. Die Bezeichnung Jesus von Nazareth, die öfters auftaucht im Neuen Testament, anstatt eben Jesus von Bethlehem. Wir kennen aus seiner Kindheitsgeschichte die Eltern, vermutlich Josef und Maria. Wir wissen, dass seine Muttersprache aramäisch gewesen ist. Das ist ein späterer Dialekt des Hebräischen. Es ist allerdings auch denkbar, dass er das ein oder andere Wort griechisch gesprochen hat. Da ist man sich nicht ganz sicher. Im Markus-Evangelium im Kapitel 6, Vers 3 haben wir den Hinweis, dass er Zimmermann ist und auch vermutlich Geschwister hatte. Die entscheidende Zeit, von der wir wirklich relativ viel wissen, sind die Jahre nach der Taufe durch Johannes dem Täufer, der etwa 27 bis 28 nach Christus aktiv gewesen ist. Er hat wohl etwa im Alter von 30 Jahren die Taufe am eigenen Leib miterlebt. Das findet man in Lukas 3. Auch hier kann man das Alter etwa festmachen aufgrund der Nennung von weiteren Persönlichkeiten aus der Antike. Danach war er wohl als Wanderprediger und als Wandercharismatiker in Galiläa unterwegs gewesen. Das heißt, er hat auch Dämonen ausgetrieben. Da sind eine ganze Reihe an Texten, die wir haben. Es sind auch Erzählungen von Heilungen da, die sehr authentisch wirken in der Art und Weise, wie sie formuliert worden sind. Sein zentrales Thema ist das Reich Gottes gewesen, und was
ungewöhnlich gewesen ist zu seiner Zeit, war die Hinwendung eben zu den ausgeschlossenen und verachteten Randgruppen. Aufgrund seines sehr souveränen Umgangs mit dem Gesetz können wir davon ausgehen, dass auch er eine Reihe von Konflikten mit frommen Juden hatte. Das führte letztlich auch dazu, dass er 30 nach Christus aus politischen Gründen in Jerusalem unter dem Statthalter Pontius Pilatus hingerichtet wurde. Politische Hintergründe, darauf deutet zum Beispiel das INRI, er wurde eben als König der Juden hingerichtet. Denkbar wäre auch, dass die Unruhen durch die Tempelaustreibung zu seiner Hinrichtung geführt haben. Ich bedanke mich für das Zuhören und das Zuschauen. Bis zu unserem nächsten Screencast.